Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu den Battle Brothers. In der letzten Folge haben wir zwei Leute verloren, indem wir hier eine Mission für Hellwig erledigt haben, aber naja, passiert schon mal. Na komm, rein in die Stadt. Mal gucken, was es hier auf dem Markt gibt. Ja gut, Klamotten haben wir noch. Ja, stimmt, ich wollte mir noch eine relativ gut... Oh, wir brauchen Werkzeuge. Die sind zum Glück gar nicht ganz günstig. Waffen haben wir genug. Leute haben wir bereits angeworben. Schauen wir mal beim Rüstungsmacher nach. Na komm, holen wir uns noch so eine günstige Rüstung. Vielleicht zwei davon. Und dann rüsten wir unsere Leute neu aus. Wir haben ja gesagt, dass du hier eine neue Rüstung bekommst. Und du ebenfalls. Nun gut. Wir haben ja noch einen neuen Helm. 110. Mhm. Na dann, viel Spaß mit deinem neuen Helm. Dann bekommst du hier noch so eine Haube. Und von mir aus so eine bessere Rüstung. Dann bekommst du hier auch nochmal die bessere Rüstung. Und ihr Frischlinge, bekommt sowas hier. So, unser wilder Mann bekommt hier die Hellebarde. Gut, weil mit der kann man auf zwei Felder Entfernung kämpfen. Beziehungsweise Gegner auf zwei Felder Entfernung angreifen. Und ja, dann bekommst du hier den Morgenstern mal, wobei. 25 bis 55. Ja komm, bekommst du. Und so ein schickes weiß-rotes Schild. Und diese Mütze hier. Wobei, die Mütze würde ich doch dann gerne hier lieber sehen. Damit unser wilder Mann ein bisschen wild aussieht. Und ich hoffe, der kann mit seiner neuen Waffe umgehen. Und wir haben noch ein bisschen Klump, was wir verkaufen können. Das da brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Zwei Speere brauche ich auch nicht. Eine Ersatzaxt kann man immer haben. Falls man eine verliert. Die Lumpen können wir loswerden. Und dann suchen wir uns direkt mal die nächste Aufgabe. Wir können ja mal ganz in den Norden gehen, ins Schneegebiet. Und dann schauen wir mal, was die dort von uns wollen. Lanzenfeste. Jo, sieht auch wie eine Burg aus. Das könnte da schon ein bisschen interessanter werden von den Aufgaben hier. Nahrung hält noch ewig. Na mal gucken, was gibt's denn hier alles? Ein Blastfurnace. Gut. Ach, es ist Nacht. Und nur die Taverne hat offen. Oh, hier sind wir in der Nähe des Orklandes, wie es aussieht. Eine Lokalrunde möchte ich ehrlich gesagt nicht ausgeben. Aber schauen wir mal, was die hier zu tun haben. Über wie viel Geld reden wir hier? 290. Ach so, der zahlt 60 Kröten pro Kopf. Ich will mehr Geld pro Kopf. Ja, doch, ist doch schon angenehmer. Machen wir einfach mal so. Patrouille, Holzschlag, Kochendorf, Lanzenfeste. Gut, dann gehen wir erstmal nach Holzschlag. Machen wir einfach mal. Ach du Schreck, worauf habe ich mich hier schon wieder eingelassen? Na dann,
Auf nach Holzschlag. Dann nach Kochendorf. Ja genau, wir müssen deren ihre ganzen Siedlungen ablaufen. Und weil es so schön ist, laufen wir hier mitten durchs Gebirge im Schnee. Weil wir hier einen auf Herr der Ringe machen, oder? Natürlich, warum denn nicht? Also Patrouillenarbeiten werden wir nicht mehr annehmen. Banditen sind hier. Komm, die nehmen wir noch direkt mit, damit wir unsere neuen Leute ein bisschen einarbeiten können. Guck mal. Oh, das könnte böse werden. Na dann, Angriff. Ah, nur 6 Gegner. Wir warten bitte erstmal ab. Zack. Raider, Raider. 2 Raider. Schieß mal auf den Raider hier. Quickshots. Nope. Oh, der versteckt sich hier im Busch. Genau, kommt alle näher. Und genau, dann wirst du direkt verprügelt. Moment, du hast kein Schild? Oh, no. Und da ist er ja. Und du kannst dann auch nicht mehr angreifen. Das finde ich schade. Du kannst aber hierhin schon mal gehen. Da kannst du den und den angreifen. Der kann ausweichen. Finde ich ekelhaft. Ah, hier ist auch noch ein Raider. Oh, ich hoffe, ich treffe meine eigenen Leute hier nicht. Doch, ich treffe als einziges meinen. Na gut, passiert. War ja nur ein Versuch. Na komm, Theodor, vielleicht kannst du ein bisschen Schaden anrichten. Jawohl, gut gemacht. Den hier vielleicht betäuben? Jawohl, das haut auch hin. Der weiß, wie man zuschlägt. Da könnte ich meinen eigenen treffen. Genau, schlag erstmal hier zu. Und dann Bogenschützen feuerfrei. Ist doch schön, wenn wir mal ab und zu was treffen. Prozent, 70. Dann nehme ich auch die 70. Genau. Au. Ja, die hauen aber gut zu. Und die wechseln hier den Platz. Was uns zum Vorteil gereicht wird. Na komm, den ohne den Schild wirst du wohl treffen können. Und den treffen wir hier leider auch nicht. Aber so ist doch gleich viel besser. Und tschüss. Na komm. Haut mal um. Jo, diese Position hast du dir ja selber ausgesucht. Da brauchst du dich nicht beschweren. Gehen wir erstmal hier hin. Dann wird hier einmal reingestochert. Und der wird geköpft. Da waren es nur noch die beiden hier. Mit etwas Glück treffen wir die auch so. Au. Passt doch mal ein bisschen Obacht.
Naja, zumindest haben wir uns nicht selbst getroffen. Betäubungsschlag viel geschlagen. Du hast kein Schild. Das macht mich nervös. Vielleicht sollten wir den Platz hier für Theodor freilassen. Na bitte, geh doch. Du bist ja schon fast down. Wart bitte ab. Und Theodor regelt hier den Rest. Fast. Nun, Rupert. Umstellen wir die erstmal. Ja, das kann so schnell ins Auge gehen. So eine helle Barde, ne? Und gleich sind wir hier durch. Es war nur noch einer. Na komm. Und Kampf gewonnen. Zum Glück diesmal keine Toten auf unserer Seite. Aber auch kein Level up. Ein paar Waffen gesammelt. Ein neuer Helm. Wunderbar. Das trifft sich hervorragend. Und ein paar Nahrungseinheiten. Pfeile, bzw. Munition, Werkzeug. Und ein bisschen Gold. Na komm, wir holen jetzt mal dieses Overgrown Woods hier. Wobei, vielleicht sollten wir noch ein bisschen abwarten, oder? Damit unsere Verletzten ein bisschen ausheilen können. Na komm, wir schlagen hier mal kurz ein Lager auf. Und bevor es dunkel wird, marschieren wir da rein. Mit ein paar Taxen müssten wir fertig werden. Hallo. Guckt ihr sie mal an. Wie sie hier auf der Schlachtbank auf uns warten. Und direkt One-Shot. Oh, schade, dass du nicht getroffen hast. Genau, kommt näher zum Spielen. Oh, du hättest vielleicht nicht vorrücken sollen. Na komm, stell dich hier hin. Und nein, leider hat er seinen Kopf noch auf den Schultern. Ist aber schade. Genau, rück du da erstmal näher ran. Und du hast mir mal den kaputt. Komm schon, die haben doch nur Lumpen an. Da müssten wir doch ein paar bessere Treffer landen können. Genau so. Und ein bisschen mehr Schaden, wenn ich bitten darf. Nun gut, macht ihn platt. Jetzt aber. Au! Haut er einfach zu, ich glaube, ich bin. Probier's mal so rum. Gut. 28. Genau, das hast du dir dafür verdient. Jo, ein Hoch auf unsere Hellebarde. Naja, du hast ausgedient. Wegen dem einen brauchen wir jetzt keine Hellebarde mehr. Würde ich mal annehmen. Bei denen können wir auch so kaputt dreschen. Rupert, dich brauchen wir oben auch nicht mehr. Naja, du kannst nach oben gehen. Und Theodor geht mal auch nach oben. Wie gesagt, du wartest und du haust einmal zu. Nein. Vielleicht hier? Geht doch.
Warum denn nicht gleich so? Beförderung, 1, 2 und ein bisschen Loot. Eine tolle Kappe. Ein Hackebeil. Moment, runter hier. Da werden wir massiv viel zu verkaufen haben, wie es aussieht. Und das nehmen wir alles an uns. Nun gut. Dann können wir jetzt weiter marschieren. Wobei, erstmal... wem fehlt hier? Hier, dir fehlt der Schild. Beziehungsweise das Schild. 105. Ja komm, nimm. Dann bekommt Ernst hier mal so eine Kettenhaube. Du bekommst hier so eine Lederkappe. Und du bekommst da sowas. Genau, eine Lederkappe. Gut, dann haben wir die Level-Ups zu managen. Nahkampf, also Hitpoints, Nahkampf, Nahkampf. Ernst. Etwas mehr maximale Fatigue U für alle Fälle. Nahkampf, Nahkampf. Und dann gibt es hier noch ein paar Perks. Wie zum Beispiel hier ein bisschen mehr Rüstungsschaden. Hier auch. Und ich glaube, diese eine Keule, die tauschen wir endlich mal aus. Gegen eine vernünftige Keule. Wobei, so eine Axt wäre ja auch nicht verkehrt gewesen. Weil ich habe ja nur noch 3 Äxte. Ja. Beim nächsten Mal vielleicht. So, nach Holzschlag müssen wir weiter. Na kommt, Leute. Keine Müdigkeit vorschützen. Es ist ein langer Weg dorthin. Ach, du Schreck. Früher die ganzen Karawanenmissionen, die einem auf die Nerven gegangen sind, weil man teilweise von ganz Süden nach ganz Norden laufen musste für ein Trinkgeld. Und hier darf man jetzt einfach mal ein bisschen patrouillieren. Wobei ich glaube, es wäre zielführender, wenn man entlang des Weges patrouillieren würde. Und nicht einfach so durch die Pampa rennen. Nun gut. Aber in dieser Folge möchte ich noch nach Holzschlag kommen. Guck mal. Eine Handelskarawane. Hallo. Sogar 2 Stück. Ob wir irgendwann mal so eine Karawane überfallen sollten? Ich weiß ja nicht. Könnte lohnenswert werden. Genau. Der erste Schritt der Patrouille ist getan. Wir machen hier erstmal Pause und verkaufen ein bisschen Zeugs. Wie die Keulen hier. Das Hackebeil. Den einen Hut, den wir damals mal gekauft haben. Ein paar Schilder, weil so viele brauchen wir nun auch wieder nicht. Guck mal, was es hier zu kaufen gibt. Färbemittel. Nahrung haben wir mehr als genug. Sonst gibt es nichts Interessantes in der Stadt. Oh, ein Bogenmacher oder was? Oh, neue Bögen für unsere Leute. Bei einer Armbrust wäre ja auch ganz toll. Aber wir könnten uns mal wirklich so einen Jagdbogen zulegen. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Kann man sich das ja mal gönnen. 30, 50, 40, 60. Dieses Upgrade lohnt sich definitiv. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, den Weg nach Kochendorf, das ja hier liegt, machen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.